So, ich habe euch ein kleines Video versprochen, darum will ich das heute nochmal kurz zeigen. Also ich habe hier in Summe hier unten gerade 6 Bilder, wobei eins hier schon ein zusammengesetztes HDR ist. Das können wir erstmal außen vor lassen. Die 5 Aufnahmen, die ich verwendet habe, ist einmal die bei 6 Sekunden. Ich habe gedacht, ich habe eine andere Säge genommen, aber ich habe die genommen. 6 Sekunden bei F16 ISO 50. Das ist sozusagen die mittlere Belichtung gewesen. Dann 3 Stufen tiefer, nicht nur 2, um die Sonne hier möglichst noch kreisförmig abzubilden. Und dann halt 3 Stufen in dem Plusbereich, 30 Sekunden, 16. Aber wobei das hier für mich die wichtigere Belichtung war. Auch weil ich diese alle gleich haben wollte mit der und mit der. Na, ich habe hier halt aber 8 Sekunden verwendet, weil ich diesen Streifen haben wollte. Bei 30 Sekunden wäre der nicht so schön zu sehen gewesen. Dabei ist es wichtig, dass ihr warten müsst, bis die Bahn wirklich hier vorne ist, bevor ihr sozusagen eure Aufnahme startet. Deswegen habe ich hier auf F8 abgeblendet. Ist alles bei ISO 50 passiert, gar nicht bei ISO 100. Muss vielleicht nochmal einen Beitrag korrigieren. Hier ähnlich, hier waren es 15 Sekunden. Hier sieht man schön, was passiert, wenn man länger belichtet. Die Bahn ist nicht mehr so substanziell, sie wird eher durchsichtig, ne? Deswegen sieht das hier ein bisschen anders als auf der linken Seite. Ich habe eigentlich als erstes die 3 Bilder abgeglichen, was die Helligkeit angeht. Das kann man in Lightroom ganz einfach machen, indem man die markiert. Das letzte ist ja das HDR. Ja, genau. Und dann kann man in die Bibliothek gehen. Das ist immer mehr ausgeblendet. Foto. Entwicklungseinstellungen, gesamte Belichtung abgleichen. Dann sieht man schon an, aha, die Kamera hat im Prinzip hier die Belichtung entsprechend angepasst. Nur dass hier entsprechend viel Rauschen wäre, ne, weil das halt 5 Stufen nach oben gezogen wurde und hier halt weniger Rauschen ist. Ne. Das ist, das sieht man auch, ist hier auf 0, 0,1 ganz kurz korrigiert. So, und ich hätte jetzt diese Bilder nehmen können für den Himmel und die runterziehen können. Habe ich ja nicht gemacht. Ich habe einfach hier draus ein HDR gemacht. Das geht so, indem man das markiert. Entweder drückt STRG H oder man geht hier auf Stapel. Warte mal, Entschuldigung, auf zusammengefügte Fotos, HDR. Und dadurch, dass ich hier eigentlich nichts habe, was irgendwie Geistereffekte sind, lasse ich das mal raus und der rechnet das einfach zusammen. Da ist jetzt schon eine automatische Korrektur angehakt. Die macht schon ein bisschen was von dem, was ich wahrscheinlich auch machen würde. Können wir jetzt erstmal so nehmen. So, das ist 1, 1. Das passt aber auch eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Wenn man sich die Unterschiede anguckt, sieht man da nicht wirklich viel. Was man sieht, ist, dass ich die Kamera leicht verwackelt habe. Das korrigieren wir aber gleich in Photoshop. So, was ich jetzt noch gemacht habe, ist folgendes. Ich habe die Helligkeit, die Lichter ziehe ich meistens ein bisschen runter. Ich werde das jetzt alles mal ein bisschen anders entwickeln, als ich es in dem Bild gemacht habe. Vielleicht kriege ich es ein bisschen realistischer hin. Sonst ziehe ich das fast komplett runter. Wir machen jetzt hier mal nur 80 und die Tiefen auch mal nur 80 nach. Machen wir mal 70 nach oben. Und ich mache das jetzt eigentlich nur bei dem einen Bild. Das war jetzt mit Alt, kann man das sehen, wo hier wirklich weiß ausgebrannte Bereiche sind. Ziehe ich ein bisschen runter und die Tiefen ziehe ich eigentlich so weit runter, bis ich hier was sehe. Hier links sieht man das im Bild. So. Und dadurch, dass wir das so abgeglichen haben, geht so ein bisschen Farbe verloren. Ihr wisst ja, meine Bilder sind alle ein bisschen bunt. Ich ziehe deswegen die Dynamik immer ein bisschen hoch. Die ganzen anderen Regler lassen wir erstmal so, wie sie sind. Und dann das lassen wir alles weg. Die Schärfe nehmen wir rauf, wir schärfen ja woanders. Und das nehmen wir noch mit. So, na, das solltet ihr eigentlich alle kennen. Was ich jetzt hier noch gleich machen möchte, ist folgendes, das lassen wir auch noch später. Ich habe mich eigentlich bei dem Bild für den Landschaftsstil entschieden. Dessen sieht das auch so extrem bunt aus und ich glaube, deswegen habe ich im Nachgang auch gesagt, das ist mir dann zu bunt und habe die Sättigung sogar noch ein bisschen rausgenommen. So. Und damit bin ich ins Rennen gegangen. So, diese ganzen Einstellungen, die ich jetzt hier gemacht habe, die habe ich im Prinzip jetzt nochmal synchronisiert auf die beiden Bilder, indem man die markiert.
Und dann kann man wieder synchronisieren gehen. Dabei ist wichtig, dass ihr dieses Bild hier angewählt habt, ne? So. Und die Belichtung habe ich hier rausgelassen. Alles andere soll er genauso machen. Synchronisieren. Und dann sieht das hier so aus. Da so. Und da so. Müssen wir hier nochmal gucken. Ich finde, das passt jetzt aber nicht mehr so schön. Das ist jetzt ein bisschen mehr Bauchgefühl, aber ich denke, das sieht ganz gut aus. Es reicht da jetzt auch erstmal dafür. Eigentlich ist das Bild hier wichtiger. Das passt. Das passt auch. So, jetzt nehme ich die drei Bilder und gehe damit direkt in Photoshop Elements. Dabei kann ich hier auf Bearbeiten gehen und habe ja Photoshop Elements schon drinne. Wenn ihr Photoshop habt, könnt ihr natürlich wunderbar hier oben in Ebenen öffnen nehmen. Ich muss es so machen. So, da sind wir dann nun in Photoshop Elements 11, um genau zu sein. Und hier sind die drei Bilder. Und das erste, was ich machen werde, ist diese mit einem kleinen Trick auszurichten. Da kann man sich hier die Panorama-Funktion nehmen und der Collage alle geöffneten Dateien hinzufügen und die dann einfach ausrichten lassen. Er stellt hier unten ein neues Bild, macht drei Ebenen und jetzt legt er da auch schon Masken drüber, die brauchen wir jetzt aber nicht. Ich glaube, das hätte man den Filter ausmachen können. Das machen wir auch mit Nein. Und jetzt haben wir hier 1, 2, 3, 4 Ebenen und jede Ebene hat eine Maske daneben. Ich lösche jetzt erstmal einfach, damit ihr auch seht, wie man die Masken hier anlegt. Mit dem das so, das oberste Bild ist das, was man sieht. Ne? Wenn ich das ausblende, sehe ich das Bild darunter. Das ist das hier. Blende ich das auch aus, sehe ich das hier. Was ich eigentlich haben will, ist das Bild hier als Hintergrund. Also kommt das Ganze unten. Kann ich heranschreiben. Hintergrund. Dann habe ich hier die Bahn. Bahn links. Bahn rechts. So. Wenn ich jetzt hier oben eine Maske hinzufüge, dann ist die erstmal weiß. Das heißt, ich die ausmache, ich sehe alles hier. Und wenn ich jetzt diese schwarz mache, dem Eimer hier, schwarz, auf die Maske, nicht hier, sondern da, dann wird nichts sichtbar. Ich kann mir hier mit dem weißen Pinsel, wenn ich dann auf dieser Maske herummale, die Bereiche einblenden, die ich interessant finde. Und da ich ja weiß, dass die Bahn hier ist, kann ich sie mir, wenn ich hier bin, hier einblenden. So, da kommt die Bahn. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr, macht das mal ein bisschen größer hier, hier oben hin malt. Ne? Ich mache das Beispiel einfach mal, wenn ich jetzt hier oben rein male, dann mache ich eventuell den Himmel kaputt. Hier unten sieht man das vor allem. Hier ist nur weiß. So. Jetzt mache ich erstmal weiter hier. So. So, jetzt kann ich mir das hier auch einfach mal ausblenden. Das sieht ja schon mal gar nicht so schlecht aus, was ich hier gemacht habe. So. Nochmal den Hintergrund an. Und da pinsel ich jetzt sicherheitshalber nochmal hier oben die Teil weg. So, jetzt haben wir hier noch die andere Bahn, die hier. Die müssen wir jetzt noch einblenden. Da mache ich auch wieder eine Maske. Mache die erstmal schwarz. Jetzt ist alles weg und gehe hier rauf und blende mir wieder mit einem weißen Pinsel Stück für Stück meine Bahn ein. Eigentlich, ne? Einfache Sache. So, und da die Bahn ja auch Schatten geworfen hat, das sieht man auch hier unten noch, machen wir ja auch noch davon ein bisschen rein. So, das Einzige, wo wir aufpassen müssen, ist da hinten. Wir wollen ja nicht die andere Bahn mit dem leeren Bildteil übermalen, ne? So, jetzt können wir uns das hier einmal angucken. So.
So. Ist ja gar nicht mehr schlecht aus. Und den machen wir auch mal aus. So, jetzt machen wir nur noch wirklich die Bereiche, die wir hier brauchen von unserer Bahn. So. Da haben wir die. Und jetzt sehen wir schon das. Ich will ja, dass die Bahn vor der Bahn ist, also muss ich die nach oben schieben, ne? Seht ihr das? Jetzt ist die Bahn wie vorne. Ich will, man muss sich das Stück für Stück vorstellen. Das ist ganz vorne. Dann kommt eins tiefer und dann kommt der Hintergrund, ne? So, wenn ich das jetzt ausmache, ich genau, ups, jetzt habe ich da hingemalt. Man muss immer hier drauf bleiben. Den Teil haben, mehr nicht. Und dann kommt der Teil dazu. Jetzt können wir das hier unten. Na, 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 ein bisschen größer machen. So, ist das alles eingeblendet. Und noch den Dauer dazu. Und fertig ist unser Bild. Eigentlich. Step 1. Was wir jetzt noch machen ist, wir fügen das alles auf den Hintergrund zusammen. Es geht wie folgt. Rechtsklick, reduzieren und dann nehmen wir dieses Bild und gehen damit in die Nick Collection. Next Step. So, ich habe mir ein paar Favoriten angelegt. Ich arbeite hauptsächlich mit dem ersten hier, Dynamik und Kontrast. Da muss man mal ein bisschen gucken, welche Teile man da haben will und nicht. Ne? Wenn ich das hier hochziehe, ich finde, der Rasen hier vorne wirkt dann immer dreckig. Der Himmel kann ruhig ein bisschen mehr vertragen. Also dementsprechend mache ich hier Folgendes. Ich füge mir, ups, diesen Plus im Prinzip eine Art Kontrollpunkt hinzu. In dem Bereich möchte ich den Filter wirken lassen. Und hier auch. Das kann man sich auch anzeigen lassen. So, da oben wirkt er jetzt, wo es hell ist, da wo es dunkel ist, wirkt er eigentlich nicht. So. Jetzt kann ich erstmal also nur den Himmel einstellen. Ne? Den will ich schön kräftig haben. Da kann ich ruhig mal ein bisschen was aufdrehen. Fügen wir hinzu. Und jetzt nehme ich den nochmal. Aber diesmal nur auf die Blätter hier vorne. Ne? So. Ja, nicht ganz so groß, so. Den Teil vielleicht hier noch ein bisschen. So, das können wir uns nochmal angucken. So, das sieht eigentlich ganz gut aus. Und nehmen wir hier noch einen negativen Punkt hier oben rein. Damit kann man sozusagen die Bereiche, die man wirklich nicht bearbeiten möchte, auch nochmal wegnehmen. No? So. Jetzt wird also das nur hier bearbeitet. Den Teil wollte ich eigentlich auch nicht mitbearbeiten. Den nehmen wir weg. So. Sieht dann so aus. Und jetzt können wir hier noch ein bisschen was rauskitzeln. Dann nehmen wir mal so 25. Den nehmen wir auch. Und dann arbeite ich ganz gerne eigentlich hier mit. Muss man sehen. Damit muss man echt vorsichtig umgehen. Ich sag mal, auch hier interessiert es mich eigentlich hauptsächlich für den Bereich. Hier. Und hier oben. Und da. Könnt ihr auch einfach sagen, ich will hier unten nicht das noch dreckiger machen, als es ist. Und hier könnt ihr das auch noch ein bisschen Pep vertragen. So, ne? Und. Na, wenn ich das ganz weit nach rechts ziehe, sieht das immer unnatürlicher aus. Ich finde, in dem Bereich ist das ganz gut. So, dann, um dem Herbst hier seine Farben zu geben, nehmen wir den neu. Gut. Also ich nehme meistens 30% und gehe dann hier so weit nach rechts, bis mir die Farben eigentlich gefallen. Als zu weit ist, dann wirkt das irgendwann unnatürlich. Ja, das Gelb wird orange. Aber so um die 180 Grad passt das meist ganz gut. So. Den nehmen wir. Und hier muss man schon aufpassen. Hier sieht man das schon, dass wir hier eigentlich schon Spitzen mit drin haben. Das müssen wir uns gegebenenfalls nachher nochmal angucken. Ja.
Also, wir hatten hier eine Macke hier. Das machen wir nicht so. Die müssen wir hinzufügen. Jetzt nehmen wir uns den noch dazu. Und auch der ist sehr aggressiv, sage ich immer. So, mal gucken. Meistens kommt man es gut, wenn man hier oben ein bisschen hochzieht. Auch nicht so viel. Und dann in dem Bereich eher sich nach unten bewegt. Und bei den Schatten genauso. Das wirkt immer sehr hart. Gehe ich eigentlich auch immer ganz gerne eher ein bisschen nach unten. Das nehmen wir mal so hinzu. Und dann haben wir noch den. Damit kann man das Ganze noch ein bisschen, ich sag mal, feintunen. Und ich zeige das mal kurz. Wenn wir hier nach rechts gehen, wird das in meinen Augen ein bisschen natürlicher. Gehen wir nach links, wird das mal unnatürlicher. Und ich finde, na, so in der Größenordnung sollten wir uns hier bewegen. Den nehmen wir auch. Damit wäre ich eigentlich fertig. Jetzt muss ich nochmal gucken bei der Bearbeitung. Scheint ja ziemlich viel ausgebrannt worden zu sein. Das dürfte eigentlich nicht sein. Das gucken wir uns aber gleich nochmal an. Die Color Effects Filter ist nach dem Speichern jetzt hier als weitere Ebene aufgetaucht. Und sozusagen können wir noch einen Vergleich sehen. Vorher, nachher sieht man schon einen erheblichen Unterschied. Und manchmal ist es ein bisschen viel, da kann man hier noch ein bisschen gucken. Mit der Deckkraft arbeiten. Na, ich sag mal. Na, vielleicht so. So gefällt mir das schon ganz gut. Was ich jetzt hier noch machen möchte, ist Folgendes. Ich will eigentlich das Bild noch schärfen. Und könnte es jetzt zusammenziehen und dann schärfen, aber ich mache jetzt Folgendes. Ich nehme das hier jetzt nochmal als Duplikat der Ebene. Da gehe ich hier schon mal auf ineinander kopieren, ziehe mir das mal ganz nach oben und wende hierauf einen weiteren Filter an. Und zwar den Hochpassfilter. Und was wir hier gleich sehen, ist Folgendes, wenn wir das so machen, dass er im Prinzip an der Kante ja, jeweils auffällt oder halt abdunkelt. Dadurch entsteht eine relativ gute und saubere Schärfung. Ich übertreibe das jetzt hier mal ein bisschen, ne? Das sieht dann irgendwann unnatürlich aus. Aber wenn ihr euch so zwischen zwei Pixeln bis vier Pixeln bewegt, vielleicht auch fünf. Ich habe das, glaube ich, bei meinem Bild hier bei vier gemacht. Muss man sich mal ein bisschen angucken. Kommt auch näher auf die Größe an, der ihr das veröffentlichen wollt. Ich nehme jetzt hier mal 3,5. So, da kann man es mal probieren. Entweder das oder das. Jetzt könnt ihr sagen, wo ist denn der Unterschied? Wenn man da mal ranzoomt, dann sieht man einen Unterschied. Ja. Das ist meistens noch schärfer als das hier. Also ich bin Fan hiervon. So, das ist sozusagen erstmal fertig. So, jetzt sind wir hier zurück in Lightroom. Und mein U-Bahn-TIFF habe ich jetzt schon im Import aufgerufen, indem ich einfach den Ordner synchronisiert habe. Und das packe ich jetzt mir hier in meine kleine BVG-Sammlung und arbeite jetzt hier noch dran weiter. Jetzt sehen wir hier auch schön, dass eigentlich fast nichts ausgebrannt ist. Das passt eigentlich so alles ganz gut. Jetzt habe ich dem Bild noch den letzten Look gegeben. Man könnte es jetzt so lassen. Ich fand aber, oder eigentlich finde ich das ganz gut. Das sah beim letzten Entwickeln ein bisschen anders aus. Meine Favorites sind eigentlich folgende. Ein bisschen mehr Dramatik im Himmel. Das kann man relativ einfach erreichen. Viele von euch nutzen ja ND-Filter, Verlaufsfilter. Die kann man natürlich auch in Lightroom verwenden. Ich versuche immer, die Bilder möglichst hell zu belichten, damit ich dann hier so viel Spielraum habe wie möglich. So, jetzt habe ich hier zwei Stufen abgelichtet. Wenn ihr so ein 0,9 Filter habt, wäre das zu viel. Manchmal reicht auch ein 2er. Also ich habe
auch nur eigentlich 0,6 ND-Filter als Verlaufsfilter im Gebrauch. So, vielleicht auch sogar noch weniger. Jetzt müssen wir sich mal gucken. Ich finde, na. So, das sieht ganz gut aus. Jetzt haben wir das Problem, dass die Bereiche ja hier auch abgedunkelt werden. Na, so, das will ich vielleicht gar nicht. Deswegen gibt es hier den Pinsel. Als kleiner Tipp. Dann könnt ihr hier löschen. Und wenn ihr euch mal anzeigt, wird ja hier alles, was rot ist, wirkt sozusagen der Filter. Dann könnt ihr hier diesen Bereich einfach wegnehmen. So, da wird hier ein bisschen rumgemalt. Und dann wirkt er da nicht mehr. Jetzt müssen wir gleich nochmal gucken, ob es nicht ein bisschen zu hart war auf dem Pinsel. Aber ich finde, das geht ganz gut. Das sieht auch okay aus. So, das ist Punkt Nummer 1. Dann, ja, klar, es gibt solche und solche. Ich nehme meistens gerne eine Vignettierung 3. Das brauchen wir auch nicht. Das ist bei Effekten. Und da arbeite ich eigentlich immer relativ stark. Ziehe den Mittelpunkt meistens aber rein. Nimm den sehr weich. Und so. Meistens ist es so, wenn die Farben dunkler sind, wirken sie meistens kräftiger, ne? Das lassen wir mal so. Und jetzt will ich noch diesen etwas herbstlichen, matten Look haben. Das geht relativ einfach, wenn wir in dieser Gradationskurve nicht auf linear, sondern auf diesen die Punktkurve gehen. Dann können wir die schwarzen Pixel mehr oder weniger hier wegnehmen. Ne? Die tauchen dann nicht mehr auf. So. Und dann wird die Kurve eigentlich nur noch angeglichen. So, und dann wirkt das schon relativ matt. Und dann wechsle ich meist zurück und finde mal, da geht dem Bild so ein bisschen Brillanz verloren, ne? Also werden die hellen Bereiche ein bisschen aufgepeppt und die dunklen vielleicht ein bisschen runtergezogen. Das gibt so einen leichten, mystischen Look, ne? So mit ein paar Klicks. Jetzt könnte man schon wieder sagen, na, der Himmel ist jetzt doch schon ganz schön dunkel geraten. Vielleicht doch wieder ein bisschen hoch. Und das sieht schon mal nicht schlecht aus. Dann legen wir vielleicht noch einen zweiten Filter hier oben drüber und arbeiten dann noch ein bisschen gegen. Ich finde, das Blau oben ist ein bisschen heftig. Das nehme ich hier mal die Sättigung raus. Gut, so, das war ja schon mal gar nicht so schwer. Jetzt könnten wir hier nochmal ein bisschen Feintuning machen. Ne? Kontrast. Na, das passt ganz gut. So, ihr seht, das ist nicht viel, was hier gemacht wurde. Das ist, in meinen Augen, das ist eine Gefühlssache, ne? So. Und, na, der Klarheitsregler muss man auch vorsichtig sein. Ich finde, es muss einfach ein bisschen einen rauen Look haben. Es ist Herbst, ne? Und kann ruhig auch noch ein bisschen kräftiger sein, in meinen Augen. So. Wobei ich finde, dass das Grün hier ein bisschen viel ist. Und ich arbeite eigentlich ganz gerne mal hier unten mit den Sachen. Wenn ich hier das Grün rausnehme, ne? Dann wirkt das im Prinzip auf alles ein bisschen. Das macht das alles ein bisschen entsättigender. Wirkt aber halt anders als der Sättigungsregler. Und da ist ein Sonnenuntergang, ist ein Ticken rot ein bisschen rein. Jetzt kann ich mal zeigen, wenn ich das Blaue zum Beispiel hochziehe, ne? Dann wird das alles noch kräftiger, ne? Seht ihr das? Ihr müsst halt nur mit dem Himmel aufpassen. Da werden wir gleich nochmal den speziellen blauen Kanal hier runterziehen. Jetzt geht der Summe, geht hier rein, sagt so, und dann haben wir nicht mehr ganz so viel
Blau hier oben am Bild. Meine Bilder haben fast alle ein ja, Teiltönung. Die geben dann dem Bild den letzten Schliff. Und da empfehle ich eigentlich immer, zieht die ein bisschen hoch und in den dunklen Bereichen nehme ich eigentlich ganz gerne Blautöne. So ein bisschen gucken, wie es passt. Vielleicht ein bisschen viel. So. Und in den hellen Bereichen darf es ein bisschen mehr gelb, rot sein. Also das können wir mal gucken, wie das mit oder ohne aussieht. Das ist alles ein bisschen Geschmackssache. Ich finde, das wird einfach ein anderes Bild, ne? So. Hat schon was. Das nehmen wir. Schärfen brauchen wir nicht mehr. Rauschen ist eigentlich auch super. Ja, ich würde sagen, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Was ich jetzt ganz gerne mache, ist Folgendes. Wir ziehen hier noch ein bisschen Verlaufsfilter mit rein. Den Teil werden wir hier noch ein bisschen abdunkeln. Und das ändern wir auch gleich wieder. Und zwar noch so. Und wir arbeiten jetzt noch ein bisschen mit dem Pinsel. Da gehe ich meist auf 2 und habe hier unten schon den Fluss und die Dichte ein bisschen abgesenkt. Und zauber dann so noch ein paar helle Punkte ins Bild, ne? Also hier, das leuchtet einfach ein bisschen mehr. Und hier wieder ein bisschen Farbe raus. Hier unten, das ist einfach schon zu dunkel. Da kann man hier ein bisschen wieder rausholen. Und hier und auch an den Bäumen. Überall da, wo auch die Farben sind. Hier die U-Bahn finde ich, die kann auch noch ein bisschen, ne? Das muss ein bisschen mehr auffallen. Hier unten kann man so ein bisschen auf Sonne spielen. Genau, und einfach ein paar Details im Bild hervorheben. Das bringt einfach noch den letzten Schliff. Man könnte sagen, mal nach Zahlen. So, ist einfach eine Geschmacksfrage. Da müssen wir mal gucken. Im Teilbereich vielleicht mal ein bisschen abdunkeln. Finde ich hier vielleicht ein bisschen viel. Und da können wir auch noch ein bisschen runternehmen. Und hier oben finde ich die Bahn einfach auch ein bisschen zu hell. So, und an der Stelle können wir hier auch noch ein bisschen abdunkeln. Ja, und fertig ist ein Bild. Ja, das war noch mein kleines Making-of, was ich euch versprochen habe. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet was mitnehmen. Viele Sachen sind auch für mich noch neu und man lernt jeden Tag dazu. Wenn ihr Tipps habt für mich, schreibt es in die Kommentare. Wenn ihr Kritiken habt oder euch was gefallen hat, schreibt es auch. Ich werde das mitnehmen und hoffe, ich kann das in der Zukunft vielleicht noch ein bisschen besser machen, ne? Ja, ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend. Euer Thomas, haut rein. Ciao.